Nein, das hier ist kein Lianli O11 Mini, das ist von FSP das CMT 380B. Das gibt es einmal in Schwarz, deswegen ja auch das B dahinter, also Black, und in Weiß mit einem entsprechenden W dahinter. Und das schauen wir uns heute mal an. Die unter euch, die sich mit Gehäusen auskennen, werden jetzt sagen, jo, das ist wieder irgend so ein billiger Abklatsch, aber das Teil hat einige Vorteile. Unter anderem könnt ihr ATX-Netzteile verbauen. Bei anderen Gehäusen ist es meistens SFX, gerade wenn die in dieser kleinen Bauweise sind. Und die SFX-Netzteile sind meistens teurer als ATX in der gleichen Leistungsklasse. Dann haben wir hier, wie ihr sehen könnt, auch drei RGB-Lüfter mit dabei, dementsprechend auch einen Verteiler und eine Steuerung. Wir schauen uns das ganze Ding jetzt mal an, bauen das auseinander, werden auch ein System da drin verbauen. Wir schauen, dass alles reinpasst, auch was Wasserkühlung und so weiter angeht, Kabelmanagement, ihr kennt das ja mittlerweile. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Kommen wir wie immer erst zu den Bedienelementen. Wir haben einen Ein- und Ausschalter, einen Reset-Button, zweimal USB 3.0, getrennte Kopfhörer- und Mikrofonbuchse. Das ist ganz nice. Es gibt nämlich diese Kombibuchsen. Da muss man eventuell erst wieder so einen Adapter kaufen. Das ist immer ein bisschen blöd. USB-Typ C ist mit am Start. Und was der Button macht, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell irgendwie für die RGB-Steuerung ist. Aber ich hatte es noch nicht offen. Ich muss es mir erst anschauen. Und bei Geisthalt stand nichts, auf der Website stand nichts, was dieser Knopf hier genau macht. Deswegen, wir werden es gleich herausfinden. Hier oben haben wir noch so eine magnetische Matte, die ist einfach nur zum Filtern von Staub und so weiter gedacht. Die behindert immer so ein bisschen den Airflow. Ist bei den meisten Gehäusen so, weil das natürlich feiner ist als das Gitter, was da drunter ist. Sieht aber besser aus, wenn sie drauf ist. Hier vorne haben wir zwei Glasscheiben. Die Seite werde ich natürlich gleich abbauen. Ob die Front abgeht, muss ich mal gucken. Hier oben habe ich auch schon so blöd hingelangt. Egal. Und dann schauen wir uns das Ding jetzt mal von innen an. Wenn ich schon hier an der Rückseite unterwegs bin, wird ganz normal mit diesen Rändelschrauben gehalten. Hier oben ist eine und hier unten auch. Wir haben schraubbare Slotblenden für die Grafikkarte. Gut, bei dem Preissegment, wir liegen hier übrigens bei 87, 88 Euro. Zumindest ist gerade so auf Geizhals gelistet. Schwankt immer so ein bisschen. Klare Sache, ist aber günstiger als zum Beispiel ein OF Mini. Also gut, viel zu sehen gibt es jetzt nichts. Wir haben hier die beiden RGB-Lüfter, genauso wie den hinten im Heck. Eine große Aussparung, eben um auch die Kühler besser tauschen zu können oder Backplates, falls ihr mal irgendwie umsteigt von Luftkühlung auf Wasserkühlung oder ähnliches. Oder ihr wollt eine neue Wasserkühlung einbauen, dann müsst ihr nicht das ganze Mainboard rausnehmen. Die Abstandshalter hier sind schon vorgeschraubt für Full-ATX. Ihr könnt natürlich auch Micro-ATX hier drin verbauen, wenn ihr das möchtet. Die, die meinen Kanal und meine Reviews kennen, wissen, was vermisse ich. Ich lasse es jetzt einfach mal weg. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich finde das immer blöd. Ich sage aber sonst nichts weiter dazu. Denkt es euch mal selber. Was fehlt hier in diesen Löchern? Übrigens könntet ihr potenziell hier unten auch noch einen 360er Radiator reinbauen. Würde ich nur machen, wenn ihr jetzt nicht direkt eine AIO habt, sondern wirklich eine Custom-Wasserkühlung einbaut. Weil wenn die Pumpe zu weit oben sitzt und die Luft dann da reinwandert, ist das immer blöd. Dann geht die Pumpe irgendwann kaputt, wenn sie im Pumpenkopf sitzt. Es gibt auch Wasserkühlungen, die haben die Pumpe ganz normal im Radiator. Da funktioniert das dann natürlich auch hier unten. Ich wollte die Rückseite jetzt gerade schon wegnehmen, aber ich wollte euch noch was zeigen. Ihr habt hier auf jeden Fall Lufteinlässe für eben diese Lüfter, die ihr hier dahinter seht. Hier vorne sind auch noch welche. Ich weiß nicht genau warum. Könnte wegen dem Netzteil sein natürlich, weil das Netzteil, wenn es hier hochkant eingebaut wird, hier rüber die Luft reinzieht. Warum das hier oben so ist, ich denke, das ist eine Designfrage irgendwie. Oder wenn oben noch Festplatten verbaut werden, dass die noch ein bisschen Frischluft kriegen. Aber ja, das ist perforiert, das Blech hier. Die, die bei mir häufiger mal im Livestream dabei sind, haben das hier auch mitbekommen, weil ich hatte das Case sporadisch mal ausgepackt. Ich finde das cool. So eine kleine Box, wo einfach sämtliche Schrauben drin sind. Hier ist noch ein kleiner Speaker. Und da könnt ihr halt schön sortiert die Schrauben rausnehmen für Mainboard und vielleicht auch Netzteil. Ich denke, da werden auch Netzteilschrauben bei sein. Wobei, bei Netzteilen werden die Schrauben meistens sowieso mitgeliefert. Aber ich finde so eine Box cool einfach. Da fliegt nichts auf den Tisch rum oder so. Es ist ein Centartikel, ich weiß. Aber ist nice to have. Und sehe ich tatsächlich auch das erste Mal. Einige im Livestream sagten, ja, das Case hat das auch und das auch, aber das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Ja, ich freue mich über solche Kleinigkeiten, ist tatsächlich so. Dann ist hier noch so ein Wisch drin mit irgendeinem Gewinnspiel. Und das hier ist die Anleitung, die schauen wir uns aber später mal an. Ich werde einfach das System erstmal bauen, werde mich auch so ein bisschen an die Anleitung halten. Sofern mir dann was auffällt, werde ich es euch natürlich sagen. Was die Kabellage hier oben angeht, ja gut, die üblichen Verdächtigen. USB 3.0, USB Typ C, Ein- und Ausschalter, Reset-Button, HDD-LED, Power-LED, Audioanschluss, also einfach die Standardsachen. Und hier unten haben wir jetzt noch so eine kleine Verteilerplatine für RGB und eben Lüfteransteuerung, wie schnell sie laufen sollen. Dann haben wir noch einen SATA-Anschluss. Hier, dieser kleine ist schon verdächtig für den Button oben drauf, wo ich nicht wusste, wo der hingeht. Das könnte tatsächlich eine eigene RGB-Steuerung sein, aber ich sehe hier auch schon so einzelne Kabel. Da könnt ihr dann potenziell auch mit eurer Software steuern, also irgendwie vom Mainboard dementsprechend. Ob es jetzt Asus ist oder MSI, ist relativ egal. Und hier oben haben wir noch zwei Befestigungspunkte für 2,5 Zoll SSDs. Ich weiß nicht, wer von euch die Dinger noch nutzt, aber es soll wohl Leute geben, von daher sind die auch noch vorhanden.
Ich habe jetzt gerade mal in diese Anleitung reingelinst. Also wenn ihr die quer reinbauen wollt, könnt ihr hier sozusagen noch eine HDD reinbauen. Es gibt Leute, die machen das, weil halt Speicher im HDD-Bereich viel günstiger ist als SSDs. So eine 8 TB HDD kostet einen Bruchteil von einer 4 TB SSD. Von daher, ja, HDDs gehen auch. Falls ihr noch eine zweite HDD reinbauen wollt, unten wo theoretisch ein Radiator rein könnte oder eben Lüfter, damit es gut aussieht, könntet ihr noch eine HDD reinpacken, dann fällt das mit dem Radiator bzw. den Lüfter natürlich weg, ne? Ansonsten ist diese Anleitung leider nichtssagend, also hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Ich fange jetzt einfach mal an zu bauen, wir schauen mal, wie das alles so klappt. Bevor ich das Mainboard einbaue, habe ich gerade noch hier diese Schrauben gesehen, also 2 Stück unten, 2 Stück oben. Da könnt ihr die Frontscheibe auch rausnehmen, aus welchen Gründen auch immer. Es funktioniert aber auf jeden Fall. Manchmal wollen Leute irgendwas gravieren in die Front oder so, ein eigenes Logo. Es gibt ja solche Anbieter, die mit Lasergravuren arbeiten und die Scheibe kann man auf jeden Fall rausnehmen. Und direkt wieder was entdeckt, was ich vorher nicht gesehen habe. Ich habe ihn jetzt auf die Seite gelegt, um das Mainboard einzubauen. Hier ist noch so ein magnetischer Filter dran. Den könnt ihr ganz einfach abnehmen, dann sauber machen und von unten wieder dran packen. Ist ganz nice, falls ihr unten wirklich eine Kühlung einbaut oder Lüfter, könnt ihr den so alle 6 Monate mal sauber machen. Das sollte reichen. Es sei denn, ihr habt Katzen. Wenn ihr Katzen habt, müsst ihr das öfter machen. Sheik hat sich zwischendurch gedacht, ich schlafe jetzt einfach auf deinem Skript. Ich sagte ja eben, dass ich diese Anschlüsse hier gesehen habe, die man ans Mainboard anklemmen kann. Nee, das ist bei diesem hier nicht so. Das sind so Y-Kabel. Also ihr habt ja jetzt hier 3 Slots belegt durch die 3 Lüfter. Ihr könnt aber einen Lüfter nochmal teilen sozusagen. Also potenziell könnt ihr 6 Stück hier einbauen und die dann darüber steuern lassen, indem ihr das einfach splittet. Also 2 Lüfter sind überhaupt kein Problem. Ihr habt einmal hier den Hauptanschluss dran und dann könnt ihr hier noch einen weiteren anschließen. Dennoch ist natürlich der ganz normale 5 Volt ARGB-Anschluss mit dabei, den ihr wirklich aufs Mainboard klemmen könnt, wenn ihr jetzt wirklich mit der Mainboard-Software die RGB-Steuerung steuern wollt. Also ich muss wirklich sagen, das hat mir wirklich Spaß gemacht, weil hier wieder extrem viel Platz ist. Ich habe von dem Platz, der hier hinter ist, die Blende könnt ihr übrigens abschrauben. Von dem Platz, der hier hinter ist, habe ich kaum was genutzt. Da läuft jetzt halt das ESP-Kabel her für CPU und ansonsten kaum was. Klar, hier vorne ist so ein bisschen diese Einbuchtung, wo die Kabel sonst reingehen für die Front. Aber ihr habt wirklich extrem viel Platz. Ich habe es sogar geschafft, die Kabel so zu binden, dass die Lüfter hier frei sind. Gut, es ist auch nicht so schwer in dem Case, aber ich bin eher so ein Larry, der da nicht so drauf achtet. Aber das war jetzt wirklich easy. Ihr habt überall so kleine Häkchen, wo ihr die Kabelbinder reinmachen könnt. Ich habe hier natürlich auch die mitgelieferten benutzt von FSP, diese Klettdinger. Also das ist wirklich eine coole Sache. Und hier sieht man jetzt auch, was ich eben angesprochen hatte. Also die Lüftungsschlitze ist klar, sind für die Lüfter, die hier vorne reinkommen. Hier unten für das Netzteil, man sieht ja diesen orangenen Ring. Hier oben, ja, vielleicht für die HDD, falls du eine HDD reinklatscht, SSDs, diese 2,5 Zeller werden eh nicht so warm. Aber ja, designtechnisch passt das halt auch ganz gut, ne? Jetzt seht ihr natürlich, ich habe einen Luftkühler genommen, hat auch einen Grund. Die sagen, Luftkühler bis 160 mm, der hier hat 160 mm. Das muss also gleich passen, sobald wir die Glasscheibe drauf machen. Ich habe eben gemessen, oben für die 360er AEU, die potenziell rein kann. Eine Arctic geht nicht rein. Vergesst es, funktioniert nicht, kollidiert mit den Spannungswandlerkühlern. Ich habe es auch eben noch mal dran gehalten, bevor ich die ganze Nummer hier eingebaut habe. Das passt nicht. Habt ihr eine normale Wasserkühlung? Von mir aus eine LT720 oder eine Enderfine Navis oder so, eine 360er, passt die ganz easy oben rein. Bitte nicht unten einbauen, weil bei den Wasserkühlungen eben die Pumpe in dem Pumpenkopf vorne sitzt, dann läuft da die Luft rein, das ist dann blöd. Aber oben ganz easy, packt unten einfach irgendwie Lüfter rein oder so. Falls ihr auch mit dem Gedanken spielen solltet, vielleicht hier an der Seite eine 240er Wasserkühlung reinzubauen, das funktioniert. 280er ist offiziell nicht angegeben. Ich habe aber eben mal so diese Doppellochabstände hier gemessen, also diese zweite Reihe. Eigentlich von den Maßen her dürfte eine 280er auch da reinpassen. Nagelt mich da aber bitte nicht drauf fest. Also eine 240er geht definitiv, eine 280er würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Nehmt halt einfach eine 360er, packt so oben rein, dann seid ihr fertig damit. Also 166 mm Kühler, also wenn es ein Luftkühler sein soll, passt definitiv. Grafikkartenlänge bis 410 mm, dann seid ihr schon fast an der Scheibe. Aber das reicht halt für alle gängigen Grafikkarten. So, die ganze Nummer läuft jetzt auch. Das ist tatsächlich RGB-Profile. Also wenn ich jetzt hier oben den Knopf drücke, Alter, die Dinger machen so Party, jetzt ist so krank. So, jetzt haben wir Einfallbeleuchtung, rot, grün, blau, also die üblichen Verdächtigen. Ich gehe jetzt nicht alle nochmal einzeln durch. Das ist ganz nice eigentlich. Wir lassen es mal so laufen. Ihr könntet jetzt, wie gesagt, theoretisch noch weitere Lüfter anschließen. Ihr könnt die auch austauschen. Ihr könnt welche von Arctic nehmen, von Deepcool, von wem auch immer, von mir auch aus Corsair oder Lian Li. Aber ich finde es schon ganz nice, das Case, gerade für den Preispunkt. Also es gibt Leute, die mögen das.
dieses Aquarium-Design, sage ich jetzt mal. Ne? Ich sage ja immer Lian Li und so weiter, ist alles ausgelutscht. Wer das mag und eine günstige Alternative sucht, gar nicht mal so schlecht, auch wegen der ATX-Netzteilunterstützung. Ne? Und wenn wir uns das so jetzt nochmal anschauen, klar, es leuchtet jetzt sehr krass, man kann es wie gesagt noch leichter einstellen. Ihr könnt es auch über die Mainboard-Software und so weiter steuern, gar kein Thema. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Preispunkt gut getroffen, hätte auch nicht teurer sein dürfen, sonst kann man sich eben auch die der Konkurrenz nehmen, die Gehäuse. Ne? Aber das ist ganz nice. Die Lüfter, ja, die höre ich jetzt schon. Ich habe jetzt auch keine Möglichkeit gefunden, die Geschwindigkeit einzustellen, weil die ganz normal über SATA und DC-Anschluss angeschlossen werden. Also PWM ist da nicht. Da könnte man vielleicht noch nachbessern. Aber ansonsten bin ich soweit eigentlich ganz happy damit. Den Link zu diesem Gehäuse findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, sei es Geizhals oder Amazon. Bei Amazon muss ich mal gucken, ob es das da überhaupt gibt, aber Geizhals auf jeden Fall. Die Preise variieren, wie gesagt, aber für unter 100 Euro dann so ein Case da stehen haben, wo auch die gängigen Grafikkarten reinpassen und so weiter, ist schon nice to have. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Euer Feedback bitte in die Kommentare und bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.